Die Entscheidung in der Bürgermeisterwahl wurde letzte Woche von den Wählerinnen und Wählern in der VG Gerolstein getroffen. Leider ist entgegen aller Hoffnung die Wahlbeteiligung von 49,3 auf 46,3% gesunken. Es war zudem ein recht knappes Ergebnis. Hans-Peter Böfgen siegte mit 53,9% der Stimmen und 896 Stimmen Vorsprung vor Gerald Schmitz mit 46,1%. Gute 80% der wahlberechtigten Bevölkerung der Verbandsgemeinde Gerolstein war am Wahlabend älter als der 34-jährige Kandidat Gerald Schmitz. Das und der Umstand, dass er anders als Hans-Peter Böfgen seine berufliche Tätigkeit außerhalb der Verbandsgemeinde Gerolstein ausübt und damit weniger Menschen persönlich bekannt ist, waren sicherlich Gründe für sein Wahlergebnis. Wir gratulieren Hans-Peter Böfgen zu seinem Wahlsieg. Sein höfliches, ernsthaftes und unspektakuläres Auftreten lässt ein verantwortungsvolles politisches Handeln erwarten. Gerald Schmitz wirkte auf uns selbstbewusst, durchsetzungsstark, entscheidungsfreudig und führungsstark. Seine Zeit wird gewiss noch kommen. Zur Wahl gab uns Gordon Schnieder von der CDU, Mitglied des Rheinland-Pfälzischen Landtages, seine Einschätzung der Sachlage. Ja, die Wahl in Gerolstein ist entschieden worden. Das Ergebnis ist auch zu akzeptieren und zu respektieren. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich oder ich persönlich auch weiterhin davon überzeugt, und so war auch die Kandidatenauswahl, dass wir mit schon den deutlich besten Kandidaten dort zur Wahl gestellt haben. Aber die Wählerinnen und Wähler haben eben anders entschieden. Man wird das noch weiter analysieren müssen, insbesondere was in den letzten Tagen und Wochen dann vor der Stichwahl passiert ist. Da kann ich nicht alles nachvollziehen. Aber wie gesagt, die Wahl ist jetzt da und jetzt geht es darum, dass man auch den gewählten Kandidaten, den Bürgermeister ab dem 01.01.2019, beim Wort nehmen muss, bei dem, was er vorher versprochen hat. Und wir werden natürlich, glaube ich, im Verbandsgemeinderat mit den Gruppierungen, die sich jetzt gemeinsam schon auf den Weg gemacht haben, dort auch eine solide Arbeit für die Zukunft der Verbandsgemeinde abliefern. Harte Kritik am Vorgehen der FWG und der Grünen im Vorfeld der Stichwahl äußert der im ersten Wahlgang unterlegene Kandidat Martin Gräf von der FDP. Hier sind ja zwei andere Parteien aus der Deckung geschossen, namentlich die Freie Wählergemeinschaft und die Partei Die Grünen, die hier versucht haben, im Vorfeld der Wahl den Bürger zu beeinflussen und hier eine Kooperation veröffentlicht haben, um hier vielleicht für Herrn Schmitz Stimmen zu gewinnen. Das Ganze ist zum Glück nach hinten losgegangen. Soweit ich weiß, haben viele Bürger dieses politische Manöver enttarnt und haben das Spiel nicht gespielt, und der eine oder andere hat gerade deswegen halt auch Herrn Böfgen gewählt. Aber um das in den Worten von unserem Kreisvorsitzenden Marco Weber zu sagen, man hat hier auf jeden Fall das Vertrauen der Bürger missbraucht und wollte dem Bürger bevormunden, und das ist nach hinten losgegangen, und ich denke mal, dass er hier die politischen Verantwortlichen angesprochen hat, jetzt Konsequenzen zu ziehen, kann ich nur bekräftigen. Die Freie Wählergruppe hat am Dienstag dieser Woche wohl eine Sitzung im Vorstand, wo dieses Thema auf den Tisch kam. Und soweit ich weiß, hat man es aber als Lappalie abgestempelt, was ich nicht nachvollziehen kann. Für mich war es schon ein großer Fauxpas, der hier passiert ist. Ich fand es auch persönlich erschreckend, dass hier keiner dieser Vertreter vor Ort war am Tag der Wahl, um persönlich Herrn Böfgen zu gratulieren. Meiner Meinung nach ist das ein schlechter politischer Stil. Ich war da vor Ort, auch als unterlegener Kandidat, und habe auch gratuliert. Auch Herrn Schmitz muss ich da hervorheben, der auch als unterlegener Kandidat gratuliert hat, so wie es sein soll. Und hier kein Gesicht zu zeigen von den anderen angesprochenen Leuten, finde ich nicht sehr gut. Ab 1. Januar 2019 beginnt die Amtszeit von Herrn Böfgen. Es ist gewiss keine einfache Aufgabe, die an der Einwohnerzahl gemessen größte Verbandsgemeinde im Landkreis und eine der größten im ganzen Land Rheinland-Pfalz zu führen. Festzuhalten bleibt schlussendlich, wie wichtig es für unser Gemeinwesen ist, wenn sich Menschen, wie im Falle von Schmitz und Böfgen, politisch engagieren und zur Wahl stellen, die diesem wichtigen Amt charakterlich und intellektuell gewachsen sind.